Guten Morgen, ich dachte, ich vlogge heute. Und ja, ich stehe in den Startlöchern. Ich bin auf dem Weg zum Einkaufen. Ich habe die Tüte hier schon bei mir stehen. Aber bevor ich losfahre, wollte ich tatsächlich was Neues, eine Entdeckung praktisch, Neuentdeckung von mir zeigen. Habe ich bei Amazon bestellt. Ist gar nicht so schlecht. Das ist eine BB-Creme, eine getinte, sage ich, getörnte Sonnencreme. Also SPF 30 von der Marke Andalou. Kenne ich nicht, aber es scheint tatsächlich was Amerikanisches zu sein. Aber ich glaube, es ist tatsächlich Naturkosmetik. Schneidet auf jeden Fall gut bei Code-Check ab. Und dachte ich, zeige ich euch. Ein bisschen hell. Ich glaube, es gibt nur einen Farbton, aber ich habe ja so Verdunkelungsdrops und dann tue ich da einen Tropfen rein von und dann habe ich die passende Farbe und ich finde, es ist wirklich, habe ich heute drauf. Ich finde, es ist so, ja, also der Hautton wird ebenmäßig und es ist jetzt nicht wie die allerbeste Foundation, aber im Alltag finde ich, ist es ganz okay. Und dieses Video ist in Zusammenarbeit mit dem Kanal Sharon S. Die liebe Sharon hatte die Idee, quasi, dass wir gleichzeitig einen Vlog hochladen, fand ich super. Das haben wir jetzt einfach so spontan beschlossen, dass wir einfach ja, euch mitnehmen in den Alltag. Und ja, ich bin sehr gespannt auf ihr Video. Wir laden also gleichzeitig hoch. Und ja, ich nehme euch mit und dann gucken wir mal, was so daraus wird. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall. Also schaut darüber zu ihr auf jeden Fall. Und ja, sonst würde ich sagen, fahre ich jetzt los zum Einkaufen. Ich habe übrigens ein Kleid von Esprit an, ist uralt, aber ja, fühle ich mich wohl drin und ist schon luftig. Es soll ja heute sehr warm werden. Und hatte ich übrigens an in meinem Video, wo ich so meine Sommerkleider gezeigt habe. Und ja, finde ich, ja, fühle ich mich sehr wohl drin auf jeden Fall. Ja, es wird wirklich warm heute, meine Güte. Ja, und ich habe tatsächlich jetzt einen Swimmingpool bestellt, also einen ganz kleinen, ich glaube 2 mal 3 Meter viereckig. Und ich glaube, war das 60 oder nee, 70 Zentimeter hoch, glaube ich. Also wirklich ein Mini-Ding. Aber damit man sich einfach so ein bisschen abkühlen kann. Ne? Also ich freue mich drauf, das wird super. So, los geht's. Ich muss tanken, sehe ich gerade. Lena mit Mundschutz. Ne? Ich stehe hier an der Tankstelle und warte. Also dieser Mundschutz ist ja auch extrem hässlich. Ne? Aber naja, ist ja egal. Hauptsache schützt. Ne? So, ich habe gerade am Laden geparkt jetzt und habe den Einkaufszettel dabei und ich habe nämlich vor, Smörgåstårta zu machen. Etwas Schwedisches und zwar heißt es direkt übersetzt Butterbrotstorte. Hört sich sehr komisch an, das ist also nicht süß, sondern herzhaft und man nennt es einfach Torte, weil man es schön dekoriert, aber alles herzhaft, ne? Schmeckt lecker. So, dann bin ich wieder zu Hause und dann habe ich das hier vorbereitet für diese Butterbrotstorte. Und zwar einfach, ja, das ist Toastbrot. Ich habe Vollkorn, es ist lecker mit Weißbrot, das ist ganz klar, aber so ein bisschen gesünder jetzt, ne, dachte ich. Und dann habe ich das so geschnitten, so einfach, dass es rund wird. Man kann das natürlich auch viereckig machen. Der Hund trinkt, was ihr euch wundert. Was wollte ich mit anfangen? Ja, genau, dann hat man verschiedene Füllungen. Und hier ist eine Füllung. Ich mag das vegetarisch, weil unser Sohn ist Vegetarier. Mein Mann und ich auch im Grunde, aber wir essen ab und zu Fleisch. Aber unser Sohn ist da ziemlich konsequent. Von daher, hier habe ich Feta-Käse mit ein bisschen Crème fraîche und ein bisschen Gewürze und Basilikum. Und ja, dann tut man es ziemlich reichlich drauf. Und damit es dann schön saftig wird. Im Grunde ist es ja nichts anderes als ein Sandwich, aber halt in groß. Ne? Und man kann alle möglichen Füllungen haben. Halt, ne? Was ich total lecker finde, ist mit Leberwurst. Und man macht das dann ein bisschen flüssiger, sagen wir mal. Ne? Nicht nur Leberwurst, sondern man mischt mit ein bisschen Crème fraîche oder sowas. Und dann wird das halt schön cremig und saftig. Und dann kann man halt, was ich total lecker finde, ist mit
sag mal, Früchtecocktail, so konservierte Früchte und Beeren. Hört sich vielleicht komisch an, aber das ist total eine tolle Kombination mit Leberwurst tatsächlich. Das wird total so pikant. Lottie, nein. Nein. So, und dann kommt die nächste Schicht. Also ich mache heute zwei Schichten, also viele machen mit drei, aber ich finde, das reicht mit zwei halt. Ne? Das hier ist gehackte Eier, hartgekochte Eier und einfach Creme Fraiche und ein bisschen Mayo, also ein Eiersalat, denke ich, sagt man auf Deutsch. Ne? Ein bisschen Salz und Pfeffer und so weiter. Da habe ich, glaube ich, zu viel gemacht. Ne? Das soll schon reichlich Füllung sein, aber zu viel wird natürlich auch eben so ein bisschen matschig halt. Ne? So, die zweite Schicht und dann noch ein Stück oder eine Schicht Brot drauf. So, eben. Und dann hat man dann praktisch, soll im Grunde wie Sahne, wie eine Sahnetorte aussehen, so sein, ne? Dass man dann einfach was Weißes, so eine weiße Schicht auch oben drauf tut und das ist dann einfach Mayonnaise und Creme Fraiche. Es ist natürlich eine Kalorienbombe, ne? Das ist wohl so, aber ja, das macht man nicht jeden Tag. Das hier ist eigentlich was Festliches. Und das ist ja total, ja, vor allem im Sommer, dann braucht man kein warmes Essen und wenn man halt Gäste hat und so, dann bereitet man das vor, am Tag davor am liebsten, weil ein Tag sollte sie eigentlich im Kühlschrank stehen und dann wird das total saftig. Mal gucken, ich glaube, heute essen wir das in ein paar Stunden hier, ne? Dann hoffe ich, dass es so ein bisschen auch ein bisschen saftig geworden ist. Aber das ist eigentlich was Festliches in Schweden. So sieht's aus jetzt. Also einfach nur bedeckt mit ein bisschen Creme Fraiche und Mayo und dann dekoriere ich. Und ein Muss ist eigentlich Krabben. Jetzt sollte es ja vegetarisch sein, also mein Sohn muss dann halt das hier wegtun. Aber Krabben muss irgendwie sein. Und ist einfach so eine Herausforderung, das Ganze zu dekorieren. Schön zu dekorieren. Ich denke, ich tue, das ist natürlich nur so spontan, wie man so Lust hat. Ich würde sagen, ich nehme Tomaten. Und Eier dann halt drumherum. Ich hoffe, das reicht. Deswegen ich mache immer so, damit ich sehe, dass es reicht. Sonst muss man sich was anderes einfallen lassen. Und ich nehme Käse, einfach so eine Scheibe gerollt. Grünes fehlt irgendwie. Ich dachte, ich hatte grüne Paprika da, aber habe ich leider nicht. Dann nehme ich einfach Rucola, einfach so zwischen jedem Ei so. Dann, damit die Ränder schön aussehen, nehme ich einfach gehobelte Gurke so an den Seiten. Da sieht man jetzt nicht so, dass Schichten praktisch die verschiedenen. So, und Zitrone darf eigentlich auch nicht fehlen, einfach so ein Stück, würde ich sagen, in der Mitte.
So, das ist das Ergebnis. Lässt sich sehen, oder? Ja, das ist mein Stolz jetzt. Also, lasse ich jetzt ein paar Stunden im Kühlschrank stehen und dann schmeckt es echt lecker. Die Butterbrusttorte muss ein bisschen ruhen jetzt und dann dachte ich, zeige ich euch, was ich bei Rossmann gekauft habe vor ein paar Tagen. Das war nicht heute, sondern wie gesagt vor ein paar Tagen. Also, so eine kleine Sammlung hier. Und zwar, oh, jetzt fällt das hier runter. Und zwar, das habe ich tatsächlich schon so ein bisschen ausprobiert oder einfach so ein Art Swatch oder einfach auf die Hand so ein bisschen ausprobiert. Fand ich ganz nett. Also ich habe im Grunde von Isana nur, glaube ich, fast nur von Isana. Und zwar ist das alles Clean Beauty, wenn man so will. Also ich habe darauf geachtet bei Kocek, was von Isana praktisch, was es gibt, was so einigermaßen clean ist. Und dann war dieses Face Oil dabei, Glow and Shine nennt sich das. Und das ist, und das kann man ja nie zu viel von haben, so ein Face Oil, finde ich. Ne? Und da, was war drin überhaupt? Das war, ja genau, Marula, so spricht man das aus, glaube ich. Ne? Und Mandelöl liebe ich, ja. Und Sonnenblumenöl, das ist in sehr vielen Ölmischungen drin, weil das ist echt ganz toll für die Haut. Nicht nur, dass man das in der Küche hat praktisch. Ne? Und ja, da bin ich echt gespannt drauf. Wie gesagt, ein bisschen habe ich schon probiert. Dann habe ich etwas von Isana hier, und zwar Express Lift. Das ist also ein Konzentrat. Faltentiefenreduktion bei 75% der Testerinnen. Das sind so kleine Ampullen. Und ja, die hat man dann, trägt man dann auf vor der Tagescreme oder vor der Nachtcreme. Und da ist wohl Guarango drin, weiß ich nicht so genau, was es ist. Aber es scheint ja was Gutes zu sein. Und Vitamin B5. Und ja, bin ich gespannt. Und ein Hydro Booster Tuchmaske. Das ist eine Serie, eine Linie praktisch, was sie da haben. Hydro oder Hydro, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber diese Tuchmaske ist auf jeden Fall auch Clean Beauty. Das wollte ich dann halt ausprobieren. Und ja, für feuchtigkeitsarme Haut mit Hyaluron und Aloe Vera drin. Ich möchte dir ein Kompliment aussprechen. Ah. Das war so lecker. Ja. Okay, danke. Super. Die Köchin hat Lob bekommen. Die Kinder haben gerade gegessen. Ja. Und zwar auch Clean Beauty. Und zwar 3-in-1 Fruchtsäure Hautverfeinerung. Feine Poren nennt sich die Reihe. Und das ist dann Reinigung, Peeling und Maske, alles in einem praktisch. Man kann es als Reinigung haben oder Peeling oder Maske. Das ist für normale bis Mischhaut. Und ich fand das ganz interessant mit Fruchtsäure. Das hatte ich schon mal, das war nicht von Isana, sondern Rival de Loup. Aber ich meine, letztendlich ist das dieselbe Marke, oder? Täusche ich mich? Ich meine, Rival de Loup ist auf jeden Fall eine Marke von Rossmann. Also ich weiß es jetzt nicht so genau, aber wie gesagt, von Rival de Loup hatte ich eine Fruchtsäure-Peeling. Das war wirklich echt klasse und deswegen, und das gibt es nicht mehr. Und jetzt wollte ich das ausprobieren. Und tatsächlich, Catrice, die Wimpern oder eine Wimperntusche von Catrice schneidet gut ab. Das ist, glaube ich, nur unbedenklich drin, meine ich. Und zwar nennt sich das, das ist französisch, oh je, ich sage das auf Deutsch, ne? Prêt à volume, False Lashes Mascara Deep Black. Und ich habe es bis jetzt nicht aufgemacht. Mal gucken, wie die Bürste ist. Ja, das ist so eine geschwungene. Seht ihr das? So ein bisschen. Und ja, da bin ich sehr gespannt, weil das ist ja so eine Sache bei der Naturkosmetik, ne? Also Wimperntusche, von daher, wenn die gut funktioniert, ne, ist das, ja, wäre das toll, ne? Aber ja, kann ich ja einen Bericht geben mal. Und hier bin ich gespannt, Miederschlipp, das Unsexigste, was es gibt, aber ne, hält den Bauch so ein bisschen, ne? Das wollte ich mal ausprobieren, 4,99 € geht vom Preis her. Und ja, mal schauen. Weiches und angenehmes Material formt einen schönen, flachen Bauch. Ja, von daher Ökotest, also Ökotex Standard 100. Das heißt, glaube ich, dass es einigermaßen gut ist. Und ja, genau. Guck mal, das hier sind die Reste jetzt. Das ist übrig geblieben. Das kriegt mein Mann dann, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. So, jetzt gehe ich eine Runde mit dem Hund hier, das Übliche. Muss man ja jeden Tag. Ich würde eigentlich liebend gerne bis zum Abend warten, aber
Der Hund muss ja halt tagsüber zwischendurch auch mal raus, ne? Aber es ist echt heiß heute, es ist Wahnsinn. Ich sehe nämlich nach dem Pool, aber der sollte, ja, ich schätze mal, eventuell am Wochenende jetzt oder Anfang nächste Woche kommt er, wird er geliefert hoffentlich. Und ja, wir haben einfach gesagt, wir müssen uns auch was gönnen und nicht nur auf bessere Zeiten warten irgendwie. Das ist ja so jetzt ein bisschen in der Corona-Zeit, oder? Wie geht's euch? Also ich finde, man sagt immer, oh, wir warten ab, bis sich alles beruhigt hat und bis alles irgendwie wieder normal ist. Aber ganz ehrlich, wann wird es wieder normal? Ne? Das wissen wir ja nicht. Ne? Und von daher habe ich halt einen kleinen Pool jetzt bestellt. Und ja, ich habe immer Käppi draußen, wenn es so sonnig ist. Also ich bin da echt sensibel. Also so die pralle Sonne auf dem Kopf, das kann ich nicht vertragen. Von daher immer Käppi. Ja, die letzte Zeit, oder sagen wir mal in der letzten Zeit oder vor ein paar Wochen sind wir echt so ein bisschen enttäuscht geworden auch. Halt, wir hatten ganz lange Hoffnung gehabt, dass wir tatsächlich einen Standort in Schweden demnächst haben werden. Und das hat sich aber so ergeben, dass es halt nicht geklappt hat. Wir haben also anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre lang gewartet, weil es nicht klar war, ob der Hof zum Verkauf stand oder nicht. Und wir haben so gehofft. Und naja, es ist leider nicht so geworden. Und das müssen wir halt so ein bisschen verdauen und verkraften jetzt. Und deswegen habe ich auch gesagt, also es ist auch so schön, wie es hier ist. Und wir hatten auch nicht vor, sofort nach Schweden zu ziehen, sondern das wäre wirklich ein langes Projekt. Und ja, wenn die Kinder halt wirklich erwachsen sind, ne, dann hatten wir das eigentlich vor. Und jetzt im Moment wissen wir gar nicht, wie die Zukunft aussieht, ob wir was Ähnliches demnächst irgendwie finden. Aber das war einfach optimal, das, was wir uns ausgesucht hatten. Und ob da genau sowas kommt, das ist halt, ja, da zweifeln wir leider. Aber naja, das ist so schön, wie es ist, so wie wir jetzt leben. Und von daher, wir meckern nicht. Aber wir müssen halt das Beste draus machen oder einfach hier und jetzt genießen, deswegen ein Pool. Schön wieder ins kühle Haus reinzukommen. Es ist mir was eingefallen, dass ich habe so eine ganze Box voll mit Make-up und Hautpflegeprodukte und so weiter, die ich gerne ausmisten möchte. Das kann ich euch ja zeigen, dachte ich so, ne, was ich alles so habe, was einfach so wegkommt jetzt. Also hier ist die Box, also nicht nur Make-up und so weiter. Hier habe ich ein Kabel irgendwo gefunden, das muss einfach ein Zuhause finden. Und hier, ja, sind lauter Sachen, die ich einfach loswerden möchte. Anscheinend ist auch was Aufgebrauchtes hier drin, auch, also ich habe das nicht für mich verwendet. Ich weiß auch nicht, wer das hatte. Ich glaube, mein Sohn, Shampoo und Pflege, Feuchtigkeit. Das kommt weg natürlich. Ach, das hier, das schmeiße ich jetzt tatsächlich weg von L'Oreal. Das ist so ein, ja, wie sagt man so, wie nennt man es, Magic Retouch. Also praktisch um das graue Haar oder den Auswuchs einfach so ein bisschen zu kaschieren. Das ist dann so mittel- oder hellblond. Eigentlich deckt wirklich prima ab, aber ich kriege Ausschläge davon. Und ich habe eine ganze Weile gar nicht verstanden, warum ich so viele Ausschläge auf der Kopfhaut hatte. Aber das lag tatsächlich daran. Deswegen, das kommt tatsächlich weg. Selbstbräunungslotion von Alverde ist einfach uralt und mir ist es ein bisschen zu gelblich tatsächlich. Also ich habe das in einem Video, es ist lange her, aber ich weiß, dass ich gut davon gesprochen habe. Aber im Moment oder in der Winterzeit, wenn man sehr, sehr blass ist, dann finde ich, ist das eher so orange irgendwie so. Ne? Von daher kommt jetzt leider weg. Dann habe ich tatsächlich, es ist auch verstaubt hier, tatsächlich Rizinusöl. Es wird ja sehr viel Gutes darüber gesprochen hier auf YouTube. Und ich verwende das aber nicht für die Haut. Ich hatte das für die Haare mal, aber es ist auch uralt. Und ja, nee, das kommt jetzt wirklich weg. Ich glaube, verwendbar bis April 2018. Also ja, es ist irgendwie, möchte ich nicht auf der Haut haben oder so. Also ja. Das ist auch uralt, das war mal so Limited Edition von Alterra, so ein Contouring Set, das schwitzt ja sogar, ne, bei der Hitze, weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist irgendwie gekippt, glaube ich.
ja, riecht ein bisschen muffelig. Und ja, war auch nicht so der Hit, fand ich. Konnte man, also man kann hier mit Highlightern und hier mit so ein bisschen, ja, Contouring machen, aber nee, die Farben sind mir nicht ganz optimal. Das ist ein bisschen zu warm, finde ich, und das ist auch ein bisschen zu gelblich irgendwie. Von daher, ja, es kommt jetzt weg. Leider kommt dieser Bronzer jetzt weg. Das ist eigentlich mein Lieblingsbronzer, aber ihr seht ja, es ist so wenig noch da, damit man kaum was auf den Pinsel kriegt und ja, ein bisschen unfrisch hier, ne? So, ne? Ja, einfach gammelig, und aber eine wirklich Top-Farbe, finde ich. So neutral braun ist das, ja, und kein Schimmer drin, und das ist das, ja, Tolle, finde ich, da dran, ne? Aber ja, und im Moment haben sie was anderes bei Altara, von daher, ja, schade. Ah, das ist ein bisschen verschmiert, aber egal. Das ist von Essence Brighten Up. Das ist also so ein, ja, Bananapowder oder sowas nennt man das ja auch, ne? Also so ein Puder zum Aufhellen unter den Augen und so weiter. Aber ihr wisst ja, ich bin sowieso so hell unter den Augen. Ich brauche sowas nicht. Und ja, aber schneidet sehr gut bei Kosheck ab. Ich wollte das mal ausprobieren. Aber es trocknet unheimlich aus, finde ich. Man, also damit zu baken, sagen wir mal, also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also ich habe so eine trockene Haut danach, also von daher, ich verwende das nicht und das kommt jetzt wirklich weg. Das ist auch uralt von Altara, Limited Edition mal, die Schrift ist hier weg, aber das ist ein nicht Highlighter, ein Primer. Ich war am Anfang ziemlich begeistert davon, aber wenn ihr meine Videos gut kennt, wisst ihr, ich verwende keinen Primer, also ich finde es irgendwie nicht notwendig. Irgendwie, ja, bei der Naturkosmetik gibt es kaum was Gutes. Und wenn es keine Naturkosmetik ist, ist es ja oft mit Silikon und so weiter, und das möchte ich nicht. Und ja, also das hier, naja, weiß ich nicht. Das hier habe ich mal vorgestellt auf dem Kanal und ich habe, glaube ich, gut davon gesprochen. Ist ja eine nette Sache, aber ich verwende das nicht und ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Grundierung Anti-Erde schon. Ah ja, genau. Orange, das neutralisiert so lilane Farbe. Praktisch, also um die Nase herum und so, wo man so ein bisschen rot-lila ist, also ja, kann man verwenden, aber ich habe meistens keine Zeit dafür, ich nehme einfach einen Concealer und fertig, ne? Und es ist wirklich auch sehr orange und ich habe das Gefühl, dass es wirklich, egal, wenn man muss natürlich einen Concealer dann hinterher, also oben drauf dann auftragen. Und aber trotzdem finde ich, dass man ja das Orange so durchsieht, ne? Oh, hier ist ein Missgeschick passiert. Das war, glaube ich, ein Dreier-Lidschatten. Oh je, es krümmelt, kommt raus hier. Ist wahrscheinlich zu Boden gefallen und dann habe ich versucht, das zu reparieren. Man kann ja mit so Alkohol einfach das nass machen und wieder irgendwie zusammenfügen und dann trocknen lassen. Aber ja, das ist das Endergebnis, nicht so frisch. Und ich bin sowieso kein riesen Fan von Alteras Lidschatten, von daher, ja, also, und hier macht ja keinen Spaß mitzuarbeiten, ne? Und nein, das kommt weg. Hier ist ein Rouge von Lavera, eigentlich eine ganz tolle Farbe, eine schöne rosane Farbe. Das weiß ich jetzt nicht, warum ich das weggetan habe, ist eigentlich ganz schön. Nee, also das bleibt, glaube ich. Was verstehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil es ein bisschen zu dunkel ist für mich, aber jetzt im Sommerhalbjahr, wenn man ein bisschen sonnengeküsst ist, ich glaube, das ist ganz nett, ne? Was ist das? Das ist Trend Sensitive Plum Blossom 02. Ich weiß nicht, ob es ein Standardsortiment ist oder ob es Limited Edition war oder so, aber nee, das ist doch super. Verstehe ich jetzt nicht, warum ich das da reingelegt habe. Aber das hier, das habe ich mal von Lavera zugeschickt bekommen. Ich glaube, für so einen Herbstlook sollte das sein. Pumpkin Spice 08. Und das ist mir echt zu orange. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt in der Kamera, aber das ist wirklich so knallig orange. Und nee, ich glaube, oder ich habe es wirklich nie verwendet. Vielleicht in einem Video oder sowas für einen Look, aber nee, das ist wirklich nicht meins. Und von Alverde habe ich auch was geholt mal. Das war oder ist Puder Rouge 03 Pretty Terra.
Eigentlich eine nette Farbe, schon ja, so natürlich rosa, so ein bisschen mit einem Grauanteil. Erinnert mich sehr an dem Rouge von Altera, was mein Lieblingsrouge ist, Rosewood. Aber das hier ist etwas dunkler und passt leider irgendwie nicht. Also es ist nicht hässlich, aber irgendwie steht es mir ja nicht super. Ne? Es ist nicht so 100%, von daher kommt es weg. Dann von Alverde eine Foundation, Sensitive nennt sich die Serie. Ich war wahrscheinlich im Laden, ich probiere ja immer aus, ne? Und ich war wohl recht ja, überzeugt im Laden, aber dann, als ich nach Hause kam, habe ich gemerkt, das ist gar nichts für mich. Das setzt sich so in den Rillen ab irgendwie und ja, ist auch zu hell, muss man sagen, und zu abdeckend, und ich weiß gar nicht, was ich da gedacht habe. Ne? Also ist nichts für mich, auf jeden Fall. Also leider kommt das auch weg. Das ist so Rouge und Lippenstift in einem von einer Naturkosmetikfirma, Woga Woga. Ich glaube lettisch oder estländisch, lettisch, irgendwie sowas. War mal in so einer Box, die ich zugeschickt bekommen habe, diese Fairy Box, glaube ich, hieß die. Eigentlich ganz nett, die Farbe sehr natürlich. Wie gesagt, auf den Lippen und auf den Wangen kann man das dann auftragen. Aber ich vertrage das Zeug nicht. Also irgendwas ist drin und das macht mir echt, also wirklich hibbelig, und ich fühle mich total unwohl. Manchmal ist das so bei mir. Leider kommt das weg. Und Concealer von Altera. Also das ist sowieso schwierig mit Concealer, finde ich, für Best Ager. Und diese Flüssig-Concealer, also ich glaube, ja, das ist sogar gekippt. Also das ist uralt. Das sieht echt komisch aus innen drin. Und ja, riecht komisch. Ist zu hell. Eindeutig zu hell für mich und sieht sehr puderig aus unter den Augen, also verschmilzt gar nicht mit der Haut, finde ich. Und nein, also das ist wirklich nicht mein Fall. Aber ich habe ja den 3 in einem Profi-Concealer von Altera, der ist super, das ist ein Creme-Concealer. Von daher, Altera kann wirklich manchmal, oder hat viele gute Produkte, aber das kommt weg. Und zum Schluss Pinseln, die ich wirklich nie verwende. Und die sind einfach nur, wie soll ich sagen, Staubfänger und nehmen einfach Platz in der Schale oder in einem Glas, wo ich alle Pinsel habe. Von daher dachte ich, also ja, ich werde das nie verwenden. Ich weiß nicht wofür. Das ist von Real Techniques, das war in so einem Set. Und das ist, glaube ich, ein Foundation-Pinsel, aber würde ich nie für den Zweck verwenden. Ich weiß wirklich nicht, was ich damit soll, mit diesem Ding. Und das hatte ich eine lange Zeit, das Foundation-Pinsel ist auch okay, aber viel zu schmal, finde ich mittlerweile. Ich habe ja einen Kabuki-Pinsel, mit dem ich viel lieber arbeite. Und von daher, das kommt jetzt weg. Und ja, obwohl, jetzt habe ich ein bisschen mehr, ich habe ein anderes Glas jetzt für Pinsel. Vielleicht behalte ich vielleicht doch den hier. Der ist gar nicht so schlecht. Das ist von For Your Beauty, glaube ich. Genau. 22 Liquid and Cream Strobing Pinsel. Ja, also verwende ich, wie gesagt, äußerst selten, aber vielleicht bleibt er doch. Aber der kommt unbedingt weg. Also das ist so eine schlechte Qualität. Also richtig harte Borsten, also richtig so Plastikborsten. Ich meine, Kunstteil ist das ja meistens, ne? Aber das ist wirklich super schlechte Qualität von For Your Beauty auch. Die haben zwei verschiedene Serien. Eine etwas hochwertigere und dann auch eine billige, sagen wir mal. Ne? Und das ist von der billigen Serie. Und das ist auch von For Your Beauty auch. Genau, ja, diese billige Plastikborsten. Man sollte hier mit so einem Strich, Lidstrich oder ähnliches ziehen können, aber das ist ganz schwierig, weil die Borsten so komisch und stumpf sind. Und hier, ui, das ist gut. Das soll spitz sein. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ja, also statt spitz ist das jetzt, ja, flach halt, ne? Was ist da los? Ja, also das kommt weg. Ja, guten Morgen wieder. Ja, ein paar Tage sind vergangen und ja, es ist immer noch so heiß oder wieder, ich weiß es nicht. Zwischendurch war es, glaube ich, auch etwas kühl. Aber ja, heute soll es wirklich, ja, ich glaube 30 Grad werden oder so. Und wir haben tatsächlich unseren Pool bekommen. Also wirklich super. Ich war noch nicht drin, muss ich sagen, aber sehr fleißig von unserer Tochter benutzt.
So sieht er aus, also ein ganz kleiner. Aber man kann sich auf jeden Fall abkühlen. Und ich denke, heute werde ich auf jeden Fall da reingehen. Also ich freue mich. So, jetzt habe ich Feierabend, sitze im Pool hier. Hier kann man es echt gut aushalten. Ne? Und ja, es ist eine tolle Abkühlung und es ist so heiß in der Sonne. Ja, ich habe ein bisschen Staub gesaugt, oder das heißt ein bisschen, das ganze Haus habe ich heute Staub gesaugt und gekocht. Und ja, da habe ich nicht gefilmt. Ich wollte es einfach schnell erledigen. Bevor ich den Vlog beende, möchte ich noch einmal auf den Kanal Sharon S. aufmerksam machen. Also das ist eine ganz süße Liebe. Wir haben ganz viel Kontakt gehabt in der letzten Zeit, die liebe Sharon. Guckt einfach rein auf ihrem Vlog. Da bin ich auch sehr gespannt, so wie ihr Alltag ist. Und ja, ich verlinke natürlich das Video unten. Ja, und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und sagt mir gerne Bescheid, ob ihr so einen Vlog mögt, ob ich das öfters machen soll. Und ja, sonst macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!